So, hallo und ein schnutziges Willkommen zurück im Gefängnisblog mit uns und Kakashi. Ja, und wir gucken uns natürlich jetzt erstmal an, was hier so noch zu sagen ist. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Mm-mm. Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Jack. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Perlaven und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Mhm. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. So geht's auch. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute und ich halte sie unter Verschluss. Okay. Machen wir weiter. Die Leute versuchen sicher alles, um rauszukommen. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, und das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach in den Verhörzimmern und im Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Ich weiß nicht, es kommt mir alles so ein bisschen suspekt vor. Zur Entlassungsstelle gehen. Darf ich speichern? Ja. Ich speichere lieber einmal zu viel als zu wenig, ne? Das wisst ihr ja. Soll er doch auf seinen Füßen sterben. Was für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage, verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Yeah. Geht doch. Hey, hey Leute hier drüben. Darf ich eine Frage stellen? Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Was? Warum denn? Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und ein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen, wenn sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimmy, der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimis Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran.
Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt's ein Rotationsverfahren. Was für ein Dingens? Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt. Aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Ach, schade. Wie ist das hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt, irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr geduscht. Und warum sagst du mir das? Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Ja, wir haben ja hatte ja die Möglichkeit, hat ja gefragt, ob er darf. Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch, wirklich. Okay. Möchte mich eigentlich ganz gerne mit Bischel umsehen. Ach, schade. Hi. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Schade. Das Paket wird nach Abschluss des Kryo-Auftauens dorthin gebracht. Okay. Danke für die Info, mein Freund. Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Warum? Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Warum habe ich damit gerechnet? Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Was für System? Danke schon! Ah, danke, dass du mir wieder im Weg stehst. Jetzt, Junge! Jetzt machen wir euch fertig! Noch einer! Ups. Schlagschuss! Ach, der hat gar kein Schild gehabt, ne? Ist das jetzt gerade ein Donner oder ist das ein Flugzeug? Deaktiviere den Mac. Nichts Könner. Ach ja, ich habe ja gesagt, das wäre zu einfach gewesen. Einfach rein, Jack holen, wieder raus. Als ob. Wir müssen Jack aus dem Eis holen. Ärger! Ah! Zurück! Noch irgendwo Muni? So, wo muss ich jetzt hin? Da lang? Jawohl. Ah! Na, jetzt geh doch mal aus dem Weg, du dumme Kuh!
kann man eigentlich nur den Weg blockieren? Da stehen die mir einfach mal zu zweit so im Weg, dass ich nicht zurück kann. Danke, Mädel. Weiber, ey. Ich darf nicht speichern. Gemeinheit. Ich war nie gefangen, mein Freund. Ich war nie gefangen. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Wie sollen wir Jack sonst herauskriegen? Ich mach schon. Bereithalten. Oh nein. Jack ist klein. Das täuscht. Alter! Das will ich sehen. Gehen wir. Okay, ich glaube, es donnert tatsächlich. Das klingt ein bisschen seltsam für ein Flugzeug. Ah! Warnung. Warnung. Klingt nach einem harten Kampf. Alter! Die einfach komplett alles zerlegt hat. Das könnte nützlich sein. Oh, Schadensschutz. Juhu, mehr Panzerung. Glaube ich zumindest. Alter. Oh. Die zerlegt hier echt alles. Aber nicht Check umlegen. Ja, Moni. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Die zerhaut hier echt alles. Ich mag diese Frau. Uah, oh mein Gott. Oh. Da bin ich ganz bei dir, mein Freund. Warte, warte. Momentan leider noch kein jetzt. Oh, Alter. Vorsicht! Alles gut. Könnte ein bisschen Muni gebrauchen. Muni, 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 Muni. Dankeschön. Warnung. Kraftwerkscheiben führt zu Überlastung. Kernsystemausfall steht unmittelbar bevor. Die Wacht wurde von Gefangenen mit improvisierten Waffen überrannt. Man hatte keine Chance. Jake, wo bist du? Uah. Erschrocken. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Jede Menge Knete. Ich kann schon wieder nicht speichern. Oh. Voll daneben.
Ja. Bin ich. Hülle beschädigt. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. Aha, daneben. Oh, schade, da war das Ding im Weg. Ich werfe sie um. Ja, dann mach mal. Jetzt war ich darüber. Ja, super. Nicht funktioniert. Ja, guck, da hat er wieder ein Schild. Das dürfte ihre Systeme stören. Nö, jetzt nicht mehr. Auf den Boden, sofort. Was war das? 6, ne? Ich finde das toll, wie die sich alle dahinter hinter diesem Ding verstecken. Na, du feige Ratte. So, jetzt aber Feierabend hier. Finden Sie Jack! Höchster Alarm! Finden Sie Jack! Entschuldigung, falscher Knopf. Der Gang voraus. Ich bin hier. Ja. Alles klar. So, wir müssen wohl lang. Wahrscheinlich da durch. Gibt's denn hier oben irgendwas? Außer jede Menge Tote. Alle Wachen zu Zellenblock 1. Nein! Kinderspiel. Entschuldigung. Nee. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Nö. Jetzt wird mal... Ah, au. Das
sind wir da erstmal reingeschmissen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich klarkomme. Nein! Du sollst das drücken. Was ist eigentlich das da? Schildgenerator? Ah, das. Und wahrscheinlich hinter dem Schild. Wir müssen wahrscheinlich erstmal die Schilde kaputt schlagen. Hat da irgendwo einer mit Schild gesehen? Ja, der steht aber hinter dem Ding. Ja, komm nur, setz dich da nur hin. Ah, jetzt ist er gerade wieder zurückgegangen. Warte, wir müssen zurück. Au. Die andere Seite. Der hat Spaß. Ja, toll. Bleib an dem Geländer hängen, du Blödmann. Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe hier auch noch welche. Yeah, direkt auf den Arsch. So, mein Freund. Upsi. Jetzt bist du am. Jetzt bist du dran. Nein, nicht da. Bist du blöd? Oh, ich habe keine Waffen, ich habe keine Muni mehr. Ja, toll. Die andere Knarre bitte. Ah, Mann! Stirb! Jawohl! Mach bloß mein Schiff nicht kaputt! Was zum Teufel wollen Sie? Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Danke. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Warum ist es wichtig, ob ich zu Cerberus gehöre? Die kleben mir seit Jahren am Arsch. Und immer wenn ich freikomme, setzen sie ein hohes Kopfgeld auf mich aus. Deshalb war Direktor Kirill auch der Ansicht, er sei mit meiner Gefangennahme auf Gold gestoßen. Sie hat Eigentum von Cerberus zerstört und Mitarbeiter von Cerberus getötet. Deshalb das Kopfgeld. Das habe ich auch getan. Sie sterben zuerst. Ich biete Ihnen Freundschaft an. Mein Feind wollen Sie bestimmt nicht sein. Shepard kann das ziemlich gut. Passen Sie nur auf. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Nö. Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir könnten Sie bewusstlos schlagen und einfach mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen.
Okay. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Shepard, dazu sind Sie nicht autorisiert. Oh, das ärgert den Cheerleader. Wird ja immer besser. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Wir haben mal eben ein komplettes, gigantisches Gefängnis zerfleddert. Und irgendein Gefängniswärter gekillt, der irgendwie schon gefühlt seit Jahren oder Jahrzehnten da die Stellung hält. Warum nicht? So, Zusammenfassung. Gefangene mit dem Namen Jack für das Team rekrutiert. Verrat an Shepard durch Purgatory nicht hinnehmbar. Konnte Geldüberweisung zum Glück zurückbuchen. Muss möglicherweise Schritte gegen Blue Suns einleiten, um Konsequenzen von Einmischung zu demonstrieren. Hä? Durch Purgatory? Ist das... War das... Achso, das war bestimmt das Geld, das wir bezahlt haben, um Jack freizukaufen. Das war bestimmt das. So, Schadensschutz, Schild-Upgrade, Gruppenbonus, 10% auf Schilde, Barrieren, Panzerung. Geil. Waffen-Upgrade, erhöht den Schaden um 10%, verbessert Schrotflinten, schwere Schrotflinten und Sturmschrotflinten für ihre gesamte Gruppe. Huhu, jawohl, mehr Schaden und mehr Panzerung. Geil. Erfolg, die Gefangene, rekrutieren sie erfolgreich irgendwas. So schnell konnte ich leider nicht lesen. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Hey, ich muss deren Vertrauen gewinnen. Und ich meine, wir sollen sie rekrutieren. Warum sollten wir da nicht ihr Vertrauen gewinnen? Von daher... Und wenn sie das gerne wissen möchte, dann will sie das halt gerne wissen. Fertig. Ende der Geschichte. So. Upgrade. Jawohl. Her damit. Schadensschutz. Auch gönne ich mir. Aber das jetzt automatisch? Muss ich da jetzt irgendwas ändern? Ich glaube nicht, ne? Yay, dann würde ich sagen, suchen wir die Gute doch gleich mal auf. Okay, ich weiß, das ist sie nicht, aber vielleicht haben die auch irgendwas zu sagen. Behilflich sein. Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Oh, wer fehlt denn noch? Wir sprechen später. Fehlt da noch jemand? Wir haben für die Forschung, wir haben für die Waffen. Ich habe leider tatsächlich keine Ahnung, ob oder und wer noch fehlt. Also in Hinsicht... Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Kriegt bestimmt Ärger. Im Besprechungsraum? War das nicht da, wo wir gerade schon mit den anderen zwei telefoniert haben? Ja, ich mache mal wieder unfassbar viele Umwege. Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Mordin die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ich höre. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen... Kaidan Alenko ist auf Horizon stationiert. Oh, was? Okay. Mein letzter Stand ist, dass Kaidan bei der Allianz war. Was macht er in den Terminus-Systemen? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn sie Commander Alenko schicken, muss es was Großes sein.
Ich schlage vor, Sie klären. Commander vor allem. Die Kollektoren suchen sich zufällig eine Kolonie aus, in der eines meiner früheren Crewmitglieder ist? Das glaube ich nicht. Es wäre keine Überraschung, wenn die Kollektoren an Ihnen interessiert wären. Schon gar nicht, wenn Sie für die Reaper arbeiten. Vielleicht sind Sie hinter ihm her, um an Sie ranzukommen. Ist das nicht das Gleiche? Wir sollten die Citadel benachrichtigen. Die Allianz kann uns Verstärkung schicken. Nicht vor Ihren Ermittlungen. Ich will nicht, dass uns die Allianz in die Quere kommt. Sobald Sie die Lage unter Kontrolle haben, schicke ich die Nachricht persönlich ab. Okay. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Also geht's jetzt praktisch... Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Also... okay. Was ist das? Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Lilith, wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das Tut nicht in den leid, Griff Commander. Kriegen. Tut mir leid, Commander. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Ich glaube, wir kommen zu spät. Bringen Sie alle in den Schutzraum! Ich gebe Ihnen Deckung. Los! Ich glaube, gegen so einen Schwarm bringt das Geballere nicht ganz so viel. Oh krass, wie schnell das geht. Übernehme Kontrolle. Sind die Vorboten ihrer Perfektion. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor. Aber hey, die sehen mal echt cool aus. Oh, jetzt darf ich sie mitnehmen. Aber warum werde ich denn jetzt gezwungen, weiterzumachen? Ich wollte doch erst noch das andere Mitglied holen. Und zur Zitadelle wollte ich doch auch erst. Ach, Manno. Ist das doof. Gut, okay. Aber wir sind schon bei 35 Minuten. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier erstmal die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten. Also tschüss.